So. Bin von Voll zu Overprime und fand den Hook dann richtig easy. Overwatch. Ah ja. Hast jetzt kein Item gekauft. Stimmt. Ich geh mal schnell back. Ich habe vergessen, dass ich Autobuy anhab. Kein Autobuy anhab. Komm, die Minions hauen ihn um. Ah, die Minions hauen mich um. 4 Sekunden bis Hook. Ah, scheiße, ich hab halt... Wenn man kein Item gekauft hat, ist natürlich schwer. Bruder, gehst du entweder mal back oder last hitten? Back oder last hitten? Oh, schade. Back oder last hitten, was machst du? Digga, ich hasse so Carries. Go back or farm. Digga. Unglaublich. Nee, ich muss mal back. Didn't read, okay. Ich kaufe erstmal Leben und dann. Moment. So. Didn't read, sorry. Don't just stand. Ah, scheißegal. Was sagt man denn? Don't just. Chill under the tower. Also, es ist halt total dumm, wenn du low bist, dann gehst du entweder back, um wieder farmen zu können, oder du gehst oder du farmst halt. Aber rumstehen. Oh, was? Okay. Digga, komm, geh farmen. Aber halt rumstehen und gar nichts machen ist so time waste einfach. Geil. Digga, muss auch Last jetzt machen. Na, da ist er echt geboardet. Wenn, dann müsste er da bei hinten, bei Chim wo Chimera jetzt ist, bei uns im Jungle noch boarden. Enemy tower under attack. Na, Tower hat klein bisschen Schaden bekommen. Was macht der jetzt? Die haben beide geshoppt, die sind Level 3. Also jetzt zu fighten wäre kacke. Ja, jetzt, wir können ganz zurück. Digga, es sind keine Minions. Alter, was tut der? Was tut der? Jetzt in den Minions zu fighten wäre auch kacke. Ich gehe zurück, weil mein Carry rennt einfach weg, Digga. Mach die Last Hits. Oh, ich wusste, dass er nach hinten geht. Ich muss vielleicht dem Chimera helfen. Ich hab eine. Kommt den auch noch. Jawoll. Chimera Double Kill, komm. Drongo? Mörder, wollte schon sein. Sehr geil! Chimera, I love you! Geiler Typ. Ich muss danach aber auch mal schnell weg. Die haben einen Mörder auf der Midlane. Oh, da ist ein Murdoch.
du Scheiße. Shit, 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 shit. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Kann ich es rausblinken oder keine Ahnung was machen? Oh, ja, 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 ja. Wow. Bleib nur gerade drin im Tower, weil die wenig Mana haben und weil das eine riesen Minion Wave ist und ich brauche die XP. Die Minion Wave kann ich nicht einfach stehen lassen. Okay, jetzt ist Trongo wieder auf dem Weg. Ja, schade. Hätte ich getroffen, war aber zu weit weg. Okay. Physical Armor, wir kaufen Leben, Physical Armor und das hier, so. Bin auf dem Weg. Oh, es ist schon wieder anstrengend, diese Runde, Leute. Wir flatten der Drongo 0-2. Aber Chimera 4-0, aber hier auch der Drongo 3-1. Das ist nicht gut, weil der ist bei uns auf der Lane. Ich meine, der Drongo, der trifft die Minions ja nicht. Okay, wir können hier freezen. Die machen wahrscheinlich wieder den Goldbuff. Ja. Oder haben wir ihn gemacht? Der Chimera muss es richten nachher. Gut, er wurde da. Hooken ist so eine geile Mechanik, finde ich. Ich sollte mehr Helden geben, die das können. Oh, Sparrow. Hehehe. Ach du Scheiße. Drongo, Drongo, Drongo. Schieß einfach, schieß einfach. Ich hab noch einen Blink ready eigentlich. Aber da waren zu viele. Huch. Jetzt blockt er mich. Zu viele Minions. Immer in der Nähe bleiben von den Minions, damit wir. Da ist Countess bei uns im Jungle. Ich hook jetzt ein, damit der dazukommen kann. Ja, okay. Geh doch auf die. Kann nichts machen. Vielleicht hätte ich noch kurz warten sollen. Ich wusste nicht, dass der Drongo noch einen Blink hat. Oh, sie hat ihn noch bekommen. Sehr geil. So, ich muss back. So, komm, hier noch schnell alles reinpushen. So, schnell backporten. Risky, aber... Ah, okay, ich dachte, sie geht jetzt in den Jungle. So, wir kaufen Dynamo. Und danach die Galaxy Boots. Okay, da haben wir kein Geld für. Die Galaxy Boots baue ich gerne auf Supportern, wie, also, die halt sehr immobil sind, wie zum Beispiel Rictor. Vielleicht kann man sie auch bei Nabish Steel oder so bauen, dass man halt schnell aus dem Kampf rauskommt oder einfach die Vertikalität der Map ausnutzen kann. Zum Beispiel vom Goldbuff hier hochhüpfen oder so. Da oder hier hochhüpfen, dafür sind die halt richtig geil, weil sonst kommst du halt gar nicht raus. Bei Decker oder so würde ich es nicht bauen, weil die hat diese Fähigkeit ja theoretisch eingebaut. Warum ist der Drongo jetzt auf der linken Lane? I don't understand. Der steht da wahrscheinlich schon wieder am Goldbach. Ja. Also, ich verstehe es nicht, soll ich jetzt hier alleine? Die haben jetzt das dritte Mal den Goldbuff gemacht. Drongo.
Alter. Aha. So. Jetzt können wir das Teil hier pushen. Oh, da ist ein Murdoch. Drongo, Alter! Ach, scheiße. Ich hau ab. Oh, Chimera kommt und haut den noch um. Ehrenhaft! Alter, dieser Chimera. Merkt euch, Bowman, geiler Typ. Countess geht auch gut. 4-1. So, hier haben wir Bonus Movement Speed out of combat, was auch krass ist. Also zwar nur 5%, aber man kann halt schnell mal irgendwo hin rotieren. Zum Beispiel jetzt zum Chimera, aber seine Leben fallen stetig. Vielleicht krieg, wenn er den einen noch tot kriegt, schafft es vielleicht. Aber er hat auch wenig Mana. Wenn er noch einen Jump hat. Komme ich vielleicht noch an den Drongo jetzt ran. Die werden einen Ward haben. Enemy Tower under attack. Siehst du, mit Galaxy Boots wäre ich jetzt hier hochgekommen. Ja, ist schon backgeportet. Alles cool. So, wir müssen eigentlich den Raptor machen. Vielleicht mal auf Chimera gerade warten, weil es ist, ah, die Sparrow ist schon rausgegangen von denen. Ah ja, okay, easy GG. Wir hatten jetzt seine Silence-Granate auf die Minions geworfen. Schon Silence mich doch. Schade. Trotzdem mal hier rein. Ein wenig Minions. Alter, du Hund. Kill ihn doch mal. Digga, Drongo, dein Ernst? Digga. Arschloch. Junge, Junge, Junge. Wo ist denn deren Richter? Ist gar nicht mehr da. Wow, der Hook macht ja übel Damage. So, wir haben den Raptor auch nochmal bekommen. Jetzt kaufen wir uns nochmal die physische Rüstung. Und noch ein bisschen Magical Armor. Damit wir auch schön tanky sind nachher. Sieht doch ganz gut aus. Der ist Anomalie, okay. Schön, dass Richter wieder da ist. Lass uns ein episches Hook-Battle liefern. Legendary. Wer macht die krassesten Hooks? LOL! Alle hauen um! Krass. Jo. Der portet weg. Der Tower ist doch weg. Warte mal hier den Jungle. Oder den Blue Buff besser gesagt. So. Ey. Wer hat denn den hier hingestellt? Oh! Schade. GG! Na, war doch mal eine witzige Runde, oder? Ah, erstmal 100 Items auf die Lane, aber ich weiß auch nicht, warum die drei Carries gepickt haben. Und dann geht die Sparrow auch noch raus mit Level 3. 06 Director, 05 die Sparrow. Lol, 12-1 der Chimera. Lol.